Alexander, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Guten Morgen zusammen. Wir schauen in die Karten für den heutigen Tag, für das Kollektiv. Und da ist mir schon das Ass des Feuers rausgefallen. Es geht darum, etwas in die Hand zu nehmen, das Leben zu ändern. Man bekommt eine großartige Chance, kann bekommen. Und für viele mag diese Chance mit der Karriere zusammenhängen. Also etwas, was dir ein schöneres Berufsleben mitbringt oder einen guten Fortschritt. Auch hier wieder gute Nachrichten in finanziellen Dingen. Kann also sein, irgendetwas begünstigt dich. Eine anspruchsvollere Tätigkeit, irgendetwas, was so einen gewissen Status auch hat, wo du deine Erfahrung reinbringen kannst. Sieht schon mal sehr erfolgreich aus hier. Also Beruf, Geld, Finanzen, Chancen in diesem Bereich. Sorgsam bedenken, was man hier tut und wie. Die Intuition beachten, keine Schnellschüsse machen. Das Beziehungsleben wird hier auch angesprochen. Hier liegt viel Lösungspotenzial für Konflikte auch. Ne? Es kann sein, dass man hier jemandem oder einer Situation oder einem Menschen begegnet, mit dem man ganz gut etwas zusammen machen kann. Also ein Commitment mit irgendjemand, ein Zusammenschluss, etwas, das man gemeinsam auf die Erde bringt, kam in der letzten Zeit, glaube ich, auch schon öfters. Ne? Das hat auch sowas von, wir tun uns zusammen und machen das Beste draus, kann natürlich auch auf der Beziehungsebene sein. Etwas intensiviert sich, etwas wird besser. Tatsächlich haben wir hier jetzt auch noch das Beziehungsleben dabei. Hier ist die Intuition sehr hoch zu irgendwelchen Dingen, die passieren. Man hat so das Gespür dafür, man hat eine gewisse Vorahnung. Man hat vielleicht auch schon auf was hingearbeitet. Wir haben Feuer und Wasser. Das Feuer löscht das Wasser. Und zwei grundverschiedene Elemente, die sich irgendwie auch bedingen. Hier sehr viel Emotion, hier kann man mal wieder für was brennen und trotzdem hat man die zuverlässige Energie, dass etwas auf gutem Boden gedeihen kann. Man hat hier auch das Fundament dazu, das man braucht. Also man baut auch auf etwas auf, das man schon hat. Man lernt dazu, man benutzt sein Wissen. Und es kann natürlich auch, wie hier angezeigt, an sich so eine Phase sein, wo man ja in eine neue Lebenssituation geht, die mit sehr vielen Themen zu tun hat. Karriere, Beziehung, Zuhause. Ja. Eine Legung, die hier vor Idee nur so sprießt. Man erkennt die Dinge hinter der Fassade. Der Anfang mag sich vielleicht ein bisschen schwierig gestalten, aber es geht einfach darum, loszulegen, Ideen zu nutzen. Wir haben alle Elemente dabei, die Gedanken, den Intellekt, vielleicht sich auch austauschen mit jemandem, ne? Und im Prinzip liegt hier unten die Antwort auf die Legung. Man hat zu sich selbst gefunden, man weiß, wer man ist, man weiß, wo man steht, man möchte seinen guten Weg fortsetzen. Und es geht einfach darum, dass man das anzieht, was man sich jetzt erarbeitet hat. Man ist die Person, die man sein will, man hat schon vieles erreicht. Man ist vielleicht auch nicht mehr so zerrissen zwischen, soll ich so oder so tun, sondern man hat einen guten Standpunkt. Und es geht darum, aus diesem Standpunkt raus jetzt tatsächlich ganz neue Menschen oder auch Sachen, Situationen, Partnerschaften, Verträge an Land zu ziehen.
Wir haben hier, ich nehme die oberste, sind drei rausgefallen oder fünf fast. Den Schutz dabei, ne? Den Schutz des Landes auch noch. Also es ist schon eine Sache, die auch über die Grenzen hinaus einen Schutz bietet oder wo wir uns selber sehr geschützt dabei fühlen dürfen. Das Geschütztsein oder das Beschütztsein ist ja auch so ein Bedürfnis beim Weitergehen, für mich zumindest. Und die Karte sagt, auch wenn wir uns das jetzt hier mal angucken, ne, wir haben zu uns gefunden, wir sind auf dem Weg zu uns selber gewesen und sind angekommen. Und diese Karte bestätigt einfach nochmal, dass wir richtig sind, so wie wir sind, egal was passiert ist oder wie wir waren. Hier kommt Wertschätzung für das, was wir sind. Hier geht es auch nicht darum, dass das Außen uns von unserem Weg nochmal umschubst. Wir sind von unserem eigenen Energiefeld heraus schon safe. Und es ist einfach eine Zeit des Handelns auch. Ne? Es fliegen einem hier die Chancen um die Ohren. Es wird hier auch weitergegeben, dass wir letzten Endes es selber in der Hand haben. Obwohl wir geschützt sind, ne? Können wir auch immer wieder so Schutzschilde visualisieren, die Schutzengel rufen, was auch immer jeder macht, um sich sicher zu fühlen. Aber der Hüter des Landes bietet dir für diese Situation schon den großen Schutz. Und es geht auch darum, dass man jetzt mehr die Menschen ins Leben zieht, die die Energie anheben. Von der Energie, die angehoben ist, kommen wir natürlich auch wieder in das Ding rein, wo man sagt, ich begebe mich in größere Höhen, als ich bisher war. Ich gebe mich nicht mit dem Wenigen zufrieden. So, wir haben den Papagei. Was sagt der? Na, es passt wieder wie die Faust aufs Auge. Ich fliege in dein Leben, weil jetzt die Zeit der Kommunikation gekommen ist. Es ist an der Zeit, dich wieder mit anderen Menschen auszutauschen. Also hier diese Bündnisse eingehen, etwas zusammen machen, kreativ sein, gemeinsame Talente nutzen, etwas erschaffen, was mit gemeinsamer Kraft irgendwie vorangeht. Und da ist sehr viel los in uns, ne? Da ist sehr viel Emotion. Wir haben hier die Brunnenkresse. Das heißt ja, dass in uns das ganze Meer ist, dass wir unsere Gefühle freien Lauf lassen. Und dass das Leben uns irgendwie trägt und dass wir im großen Fluss des Lebens baden können. Für mich ist das auch so ein Gefühl von, du hast einen harten Tag gehabt. Und du kommst jetzt nach Hause, bist mit allem zufrieden und du genießt jetzt das Bad in der Badewanne drin, deinen persönlichen Luxus, wo du hier dich eben auch aus der Begrenzung rausgibst, dass diese emotionale Entspannung, nach der wir uns alle oft auch so sehnen, ne, dass die da sein kann, in dem Maß, wie wir sie uns halt gestalten. Das lassen wir jetzt gerade mal so stehen und ich wünsche euch einen prima Tag. Ich drücke euch bis morgen.